Ich heiße dich herzlich willkommen zu einem Thema, was mich ernsthaft beunruhigt. Ich bin in den letzten Wochen und Monaten in Gesprächen und Artikeln auf Sachen gestoßen, die mich wirklich beunruhigen. Und wenn mich etwas aus der Ruhe bringt, dann ist das, das kannst du mir glauben, eine ernste Sache. Und zwar geht es hier um die M&A-Geschäfte, die Mergers and Acquisitions, also alle Übernahmen und Zusammenschlüsse von Unternehmen. Ich werde sie als M&A bezeichnen. M&A-Geschäfte sind in den letzten Jahren extrem geboomt. Also immer dann, wenn eine Firma gekauft wird, handelt es sich um ein solches Geschäft. Und wir sehen hier eine Blase, die entstanden ist, die so öffentlich nicht kommuniziert wird. Wir sehen immer wieder, wenn Nachrichten in der Öffentlichkeit hochgepusht werden, damit die Zeitung Klicks bekommen, dann ist das meistens gar nicht so schlimm, wie es da gezeigt wird. In dem Fall findet man allerdings gar nichts drüber. Und ich habe intensive Gespräche geführt mit M&A-Mitarbeitern, die in verschiedenen Firmen arbeiten. Und diese Gespräche möchte ich hier gerne offenlegen und was dabei passiert. Dazu möchte ich dir zeigen, wie so ein M&A-Geschäft im kritischen Bereich funktionieren kann, und zwar all die, die Probleme bereiten. Dann, wie hier die Blase entstanden ist und was dann für uns als Bedeutung daraus entstehen wird. Also, was ist ein M&A-Geschäft in diesem kritischen Sinne? Eine Firma wird übernommen. Das ist erstmal nichts Besonderes und war schon immer so. Allerdings machen das jetzt zu ein Drittel der Geschäfte nicht mehr einfach eine Firma, die eine andere kauft, sondern sogenannte M&A-Läden. Also die verschiedenen Unternehmen, die sich da extra als Aufgabe gesetzt haben, sich an Unternehmen zu beteiligen, um sie später wieder profitabel zu verkaufen. Man kannte dieses Thema so ähnlich schon von den Heuschrecken, also den Hedgefonds, die Ähnliches gemacht haben. Und tatsächlich sind wir auf einem ganz ähnlichen Niveau unterwegs. Es wird also im schlimmen Fall oder im kritischen Fall ein Unternehmen gekauft, was zum Beispiel 100 Millionen Euro wert ist. Und um diesen Unternehmenswert zu steigern, gibt man diesem Unternehmen auch noch einen Kredit und zahlt sich aus diesem Firma dann das Geld wieder aus. Die Firma wurde also umfinanziert von Eigenkapital in Fremdkapital und kann, und das bei den niedrigen Zinsen momentan, dementsprechend gleich weiter operieren und das mit einem plötzlich höheren Wert. Man gibt dann eine bestimmte Leitfaden ab, wie das Unternehmen weiterzuführen ist, oder setzt sich auch aktiv in diesem Unternehmen ein, um kosteneffizienter zu gestalten, um das Unternehmen erfolgreicher zu machen, um es dann schließlich weiter zu verkaufen. Das Ganze nahezu ohne Kapitaleinsatz, denn man hat ja Fremdkapital, also Kredite in das Unternehmen gegeben. Der niedrige Kreditzins in den letzten Jahren und immer weiter sinkende Kreditzins hat dafür gesorgt, dass solche Geschäfte immer mehr stattfinden, und der Markt ist mittlerweile wirklich im Multimilliardenbereich, wir reden hier schon von Billionen, die jedes Jahr an Unternehmen gekauft und verkauft werden, und dementsprechend ist der Anteil an solchen schwierigen Modellen auch immer größer geworden. Das große Problem würde immer noch nicht daran liegen, wenn das wie auch in der Vergangenheit schon so hier und da gehandhabt wird. Das Problem ist, diese M&A-Geschäfte gibt es mehr und mehr. Wir reden weltweit von über 1000 davon, und diese haben nun auch verschiedene Fonds. Der klassische Aufbau ist, eine solche Gesellschaft macht einen Fonds, sammelt also externe Gelder ein oder verwaltet auch eigene Gelder. So begann das übrigens, wo Familien, größere Familien solche Sachen aufgebaut haben, und nun kommen immer mehr externe Gelder dazu. Diese Fonds verlangen eine Verwaltungsgebühr. Man kann sich das so vorstellen, ein Fonds hat, sagen wir mal einfacher halber, ein Unternehmen für 100 Millionen Euro gekauft und verlangt eine Verwaltungsgebühr von 1% im Jahr, dann verdient es schon 1 Million Euro daran. Das ist also das Geschäftsmodell dieser Unternehmen, und das lässt sich natürlich sehr schön aufblähen, ähnlich wie wir es schon 2008 in der Finanzkrise mit den CFDs gesehen haben. Da hat man also schlechte Papiere, schlechte Kredite genommen, die neu verpackt durch das Paket, also ein Fonds, in eine schönere Position gebracht, eine bessere Bewertung drauf gebracht, um diese weiter zu verkaufen. Dann hat man dieses Paket wieder neu verpackt, und so wurden aus den schlechtesten Krediten plötzlich Kredite mit einer AAA-Bewertung, also der besten Bewertung, die man einem Kredit geben kann. Ähnliches sehen wir ja auch. Wir sehen also Portfolios an solchen Unternehmen, die gekauft werden, die nicht mehr unbedingt gut sein müssen, aber trotzdem einen gewissen Wert haben, weil man ja weiß, man kann sie weiterverkaufen. Und bei tausenden solchen Unternehmen am Markt findet nun auch der Kauf untereinander statt. Und da befinden wir uns mittlerweile schon in der 5., 6. Evolutionsstufe.
Was bedeutet das? Ein Unternehmen wird 5-mal hintereinander innerhalb von 1 bis 2 Jahren weiterverkauft und der Wert immer weiter gesteigert. Der Wert wird allerdings nicht physisch gesteigert, also es muss nicht der Umsatz und der Gewinn dementsprechend steigern, sondern nur der intrinsische Wert, den man eben als Verkaufspreis festgibt. Ich möchte es an einem einfachen Beispiel machen, wo es kritisch wird. Wir vereinfachen das Modell mit 2 solchen M&A-Gesellschaften und beide haben ein Unternehmen mit 100 Millionen Euro im Portfolio. Sie verdienen beide 1 Million dran, okay, das ist das Geschäft. Jetzt aber verkauft das eine Unternehmen an das andere, das seine Partei für 200 Millionen und das andere M&A-Gesellschaft verkauft ihr Unternehmen für auch 200 Millionen Euro zurück. Beide haben 200 Millionen ausgegeben, sind also im Grunde plus minus null unterwegs, aber die Bewertung des Portfolios hat sich verdoppelt. Plötzlich sind beide Portfolios 200 Millionen schwer. Die Folge ist, die M&A-Gesellschaft verdient auf das gleiche Unternehmen, was sie schon vorher hatten, plötzlich 2 Millionen Euro im Jahr. Damit steigen die Gewinne der M&A-Gesellschaften deutlich an und das ist auch ein Grund dafür, dass die durchaus mit die schönsten Büros der Welt haben. Also egal wo wir schauen, egal ob in München, Frankfurt, New York oder London, die M&A-Gesellschaften sind die mit den dicksten Büros. Hintergrund ist ganz klar, die Unternehmen verkaufen sich untereinander ihre verschiedenen Positionen weiter und der Wert steigt an. Und ich habe durchaus von Insidern gehört, dass es hier soweit ist, dass wir mittlerweile, wie gesagt, in der 5., 6. Evolutionsstufe sind. Das heißt, wir sehen hier vielleicht Unternehmenswerte von 500 Millionen auf dem Papier von Unternehmen, die vielleicht im Wert in der Zeit von 100 auf 200 Millionen gestiegen sind. Und das ist ein kritischer Faktor, denn das ist das Zeichen einer Blase. Überbewertung, und das ist immer kritisch, nämlich dann, wenn es plötzlich irgendwann aufhören sollte, diesen Prozess durchführbar zu machen. Das heißt, Unternehmen werden mehr wert, werden immer teurer. Mittlerweile 10- bis 15-fache vom eigentlichen Geschäftswert wird da gehandelt. Und das ist eine Blase, die entstanden ist, die auch irgendwann platzen muss. Und zwar spätestens dann, wenn die Preise für Kredite wieder steigen. Das ist zwar jetzt noch nicht absehbar, aber der zweite Faktor spielt eben auch eine Rolle, wenn die Gewinne dieser Unternehmen irgendwann einbrechen. Das heißt, auch da wird die Fremdkapitallast irgendwann selbst bei niedrigen Zinsen hoch und das Gewinn oder der Gewinn des Unternehmens könnte darunter leiden. Fakt ist, die Bewertungen werden aufgeblasen und sie werden irgendwann wieder zurückkommen. Das größte Problem dabei ist, und da kommen wir jetzt auf den Impact für die Privatperson, es entstehen immer mehr private öffentliche M&A-Fonds. Immer wenn du diese Überschrift hörst, siehst du also private Menschen, die meistens ab 100.000 Euro investieren dürfen, die dann in diese Pakete einen Teil davon investieren und auch ihre Management-Fee, die Verwaltungsgebühr eben zahlen und dann diese Gesellschaften am Ende solche Unternehmen kaufen. Und ich möchte nicht lügen oder ich werde nicht lügen, indem ich sage, dass da eben diesen Portfolios ein paar gute dabei sind, aber eben auch diese Schrottunternehmen, die eigentlich völlig überbewertet sind. Am Ende werden diese Fonds unter Umständen diesen Schrott an sich halten und dieser Wert wird verloren gehen. Die großen Familien, die ursprünglich eingestiegen sind, haben ihre schlechten Parteien, ihre schlechten Beteiligungen abgegeben an solche Fonds. Und der Privatanleger, der vermögende Privatanleger, der 100.000 und mehr investiert hat, wird die Rechnung zahlen. Aber gar kein Problem, denn auf dem Weg haben die M&A-Gesellschaften ja jede Menge Provisionen verdient, jede Menge Millionen gemacht und bis die Blase tatsächlich platzt, könnte noch ein bisschen dauern. Daher ein weiterhin solides Geschäftsmodell. Allerdings ist die Frage, ob ernsthafte Gewinne wirklich zu verzeichnen sind. Und man muss auch aufpassen, es werden ja immer die Gewinne der Vergangenheit als Vorbild gezeigt, aber ich möchte daran erinnern, es sind Buchgewinne. Das heißt, nur weil eine Firma gekauft wird für 100 Millionen und für 200 Millionen verkauft wird, muss nicht unbedingt die Firma mehr wert sein, es ist nur der Preis gestiegen. Und genau diese Inkonsistenz zwischen Preis und Wert, das ist die Gefahr, die hier in diesem Markt ist. Ich werde diesem Thema weiter nachgehen, werde noch mehr M&A-Leute dazu interviewen, habe schon einige Gespräche vor mir und dann werde ich auch auf diesem Kanal berichten, wenn hier Neuerungen oder Änderungen an diesem Beispiel geschehen, wenn das Ganze sich noch mehr zuspitzt. Deswegen drück auf den Abonnieren-Knopf und dann bist du dabei, wenn es soweit ist. Bis dahin werden wir uns auch anderen Finanzthemen widmen, so wie zum Beispiel diesen beiden Themen, die ich hier gerade als Video einblende.
Schau sie dir gerne an und dann sehen wir uns bei diesem Video wieder. Und lass mir einen Daumen nach oben da, wenn du weiter von solchen Informationen profitieren möchtest. Ich freue mich, wenn wir uns dann beim nächsten Video wiedersehen. Bis bald, dein Gero.